Zeige mir einen Mann, der Gewalt tat, mit dem es ein gutes Ende genommen hat, und ich will ihn zu meinem Lehrer machen. Das ist ein tolles Zitat von Lao Tse. Und er steht auf der Webseite unseres heutigen Gastredners. Er ist Europameister gewesen im Taekwondo. Deutscher, internationaler Deutscher. Internationaler deutscher Meister im Taekwondo, war auch in der Nationalmannschaft. Beschäftigt sich mit ganzheitlichem Konfliktmanagement und hat auch sein eigenes Prinzip, das Nichtkampfprinzip, entwickelt. Ist selbst auch als Therapeut und Aggressionstrainer unterwegs und hat sich bereit erklärt, heute mit uns hier ein wenig Zeit zu verbringen. Ich gebe mal das Wort an Rüdiger Lenz und einen Riesenapplaus und Dankeschön, dass du heute nach Braunschweig gekommen bist. Hallo Braunschweig, könnt ihr mich hören? Ist das laut genug? Ist das laut genug? Hören mich alle? Oh Gott, oh Gott. Ja, mein Name ist Rüdiger Lenz, mein Motto steht, Friede ist mein Weg. Ich hoffe, euer auch. Deswegen sind wir hier. Ich bin Täter und Opfertherapeut geworden, wie die Jungfrau Maria zum Jesuskind. Das war nie mein Ziel, war nie mein Plan. Ich bin eigentlich, wenn ich das mal so sage, was bist du vom Beruf? Gelernt habe ich mal Maler und Lackierer. Aber wenn ich mich wirklich mit einem Beruf identifizieren muss, dann würde ich sagen, ich bin Kampfkünstler, nicht Kampfsportler, das ist ein Unterschied. Und aus der Kampfkunst heraus habe ich dann irgendwann einmal dieses Nichtkampfprinzip entwickelt. Das Nichtkampfprinzip ist im Grunde das originäre, also das innewohnende Prinzip aller asiatischen Kampfkunstarten. Das kann man auf einen Satz brechen. Besiege deinen Geist, deine Faust, dein Schwert, heute würde man sagen, und dein Maschinengewehr, deinen Jet, deinen Panzer, der dich zum Krieg treiben oder kämpfen antreibt. Das ist eigentlich die höchste Kunst aller asiatischen Kampfkünste. Ursprung haben die natürlich im Buddhismus, im Hinduismus und auch im Yoga. Also alle asiatischen Kampfsportarten haben ihren Ursprung eigentlich im Yoga. Es geht darum, seinen eigenen Geist zu besiegen, der dich zum Kämpfen antreibt. Und ich habe in meiner ganzen Arbeit jetzt als Kampfkünstler, wie auch als Anti-Aggressivitätstrainer, ich habe auch Anti-Aggressivitätstrainer in Frankfurt ausgebildet, obwohl ich kein ausgebildeter Anti-Aggressivitätstrainer bin, das sage ich immer. Nichts von dem, was ich tue, da habe ich eine Ausbildung von. Ich habe nur Urkunden, was Kampfkunst angeht. Und meine Malerlehre natürlich. Aber den Rest, den ich mache, da habe ich keine Urkunden. Gar nichts. Ich habe heute in Hameln eine Praxis und ich würde sagen, die Leute, die geht ganz gut. Ich bilde Nichtkampftherapeuten aus, ich habe noch einen Platz frei, wer möchte, kann den machen. Ansonsten ist bei mir Schicht im Karton. Ich bin ein lebendes Beispiel dafür, dass alles geht, wovon ich auch rede. Alles, wovon ich rede und wovon ich schon geredet habe, das sind keine Worte, sondern das sind Taten, die ich vollzogen habe. Ich weiß wirklich, worüber ich rede. Und ich glaube, dass jeder Mensch dazu in der Lage ist. Und davon handeln eigentlich meine Reden. Meine Reden handeln nicht von irgendwelchen politischen Systemen, wie wir jetzt irgendwelche Friedensabkommen machen. Weil ich glaube nicht an den politischen Frieden. Der ist bei mir gestorben, den habe ich nicht. Ich glaube nicht daran, dass Obama und die Ukraine und Putin und Merkel und wie sie alle heißen mögen, ihre Angriffskriege, die sie fahren, dass sie die friedlich lösen wollen. Wer in Konfliktlösungen, das ist meine Theorie, wer in Konfliktlösungen nicht einsteigt, ist für mich ein Faschist. Wenn ich irgendwo einen Konflikt habe und ich versuche als Konfliktberater da reinzugehen und ich habe jemanden, der will diesen Konflikt auf alle Fälle, weil er über den Konflikt ein Ziel verfolgt, das ist für mich eine unmenschliche Handlung. Das ist für mich schon ein Antreiber, ein Aggressor. Und da muss ich auch nicht davon reden. Und das wird in der Konflikttheorie allgemein völlig falsch diskutiert. Da muss ich auch nicht davon reden, dass es zwei Konfliktteilnehmer gibt, denn die gibt es eigentlich gar nicht. Es gibt immer einen, der den Konflikt antreibt, das ist der Angreifer. Das übernehme ich einfach aus der Kampfkunst. Ja? Da gibt es einen Angreifer und einen Konfliktverteidiger und den habe ich herauszufinden. Und zwar in der Schule, im Kindergarten oder in der Arbeit beim Mobbing oder sonst wo. Und auch in der Politik. Und wenn wir aber davon ausgehen, dass es zwei Konfliktteilnehmer gibt, dann vermischen wir die Ursache oft mit der Opferhaltung oder der Täterhaltung.
Das wird dann vermischt. Putin, ist das jetzt der Aggressor, ist das der? Also wenn man dieses Reißbrett, was ich entwickelt habe, über das Nichtkampfprinzip, über den Krieg der Amerikaner nach 45 meinetwegen setzt, dann sehen die Amerikaner eigentlich ziemlich übel aus in dieser Geschichte. Die sehen sehr schlecht aus, weil sie fast alle Kriege produziert haben, die nach 45 für die Amerikaner zum Vorteil waren. Das war ja natürlich auch der ja, vorher auch, aber ich möchte vorher gar nicht reden, weil sonst kommen wir in Deuvels Küche. Wir kommen in Deuvels Küche, wenn wir jetzt über alles reden. Wollte ich nur als Metapher halt eben nutzen, um den Amerikaner halt eben so darzustellen, wie wir ihn eigentlich alle kennen. Als Aggressor für seine Politik. Er hat ein riesiges Problem mit sich selbst. Alle Täter, wie auch alle Staaten, haben eigentlich immer nur ein Problem mit sich selbst. Und dieses Problem, das sie mit sich selbst haben, ist immer das Gleiche. Ob ich nun ein Schläger draußen in der Straße bin, oder ob ich Barack Obama oder George Bush heiße, oder neuerdings auch noch Angela Merkel und Wolfgang Steinmeier, der da in der Ukraine die Faschisten unterstützt, damit die dort alles massakrieren, was wir ja vorher von dem Redner gehört haben, was da alles abgeht. Das ist unfassbar, dass das so läuft. Das ist eigentlich genau das gleiche Prinzip. Es geht immer um Ressourcen. Es geht immer nur um Ressourcen und es geht immer nur um materielle Ressourcen. Es geht nie um die Ressourcen, die wir in uns haben. Es geht nie darum, dass wir eine Potenzialentfalterkultur nach vorne bringen, sondern es geht immer darum, dass wir Ressourcen nutzen und die irgendwie in eine Stadt bauen. Guckt euch mal in dieser Stadt Braunschweig um. Guckt euch hier mal um. Jeder Pflasterstein, der hier ist, jedes Glas an den Fenstern, alles, was ihr hier seht, kommt nicht aus Braunschweig. Vielleicht 0,02% oder noch weniger kommt aus Braunschweig. Der Rest kommt irgendwo her. Und so ist ganz Deutschland produziert, so ist ganz Europa, so ist ganz Amerika. Die Dinge kommen alle von außen. Ja? Das muss uns klar sein. Das sind Ressourcen, die nicht in der Stadt sind, sondern die irgendwo hergekarrt werden müssen. Ja? Und wo kommen die her? So, und wenn man sich über das ganz große Bild einmal Gedanken macht, wie, was Kriege eigentlich sind oder was Staaten, was demokratische Staaten, also in Anführungszeichen demokratische Staaten, was die eigentlich mit uns, dem Volk, eigentlich machen, damit wir ruhig gestellt werden, das weiß wahrscheinlich auch jeder von euch. So, mein Thema, worüber ich heute reden will, ist kein biologisches Thema, ich will keinen Biologieunterricht machen. Das Thema heißt Schalentiere und Wirbeltiere. Ich möchte einfach damit anfangen, nach 1945 sind die meisten oder alle europäischen Staaten keine Staaten mehr, die von irgendwelchen ganz großen festen Doktrinen geführt werden. Also Kirche, straffe Politik, straffe Gesellschaft, hierarchische, autoritäre, ganz, ganz große patriarchalische Strukturen. Das ist vorbei. Das ist vorbei. Das muss uns klar sein, dass das wirklich vorbei ist. Viele Leute schreiben mir auf Facebook über meine Theorie, das ist ja schön und gut, aber ich will einen Führer haben, der mich antreibt. Werd doch mal Führer. Also wir wollen, das ist die Schalentierstruktur. Ein Schalentier wird von einer äußeren Hülle fest umsattelt, damit das Innere darin Platz hat. Das Innere ist völlig wabbelig, aber es braucht eine harte Schale, damit es Struktur hat, damit es nicht auseinandergeht. Und unsere Gesellschaft nach 45 hat diese Schale abgebaut und jetzt brauchen wir ein inneres Skelett. Und wir brauchen eine innere Haltung für das, was wir wollen, das, was wir tun. Das müssen wir nämlich selber schaffen. Das ist eigentlich die Aufgabe von Demokratie. Und die demokratischen Staaten haben natürlich nichts anderes zu tun, als diese Schale natürlich weiterzubauen. Und jeden daran zu hindern, der eine innere Skelettstruktur aufbaut, um sich selbst zu führen in seinem eigenen Leben. Um sein eigener Führer durch sein eigenes Leben zu werden. Das ist eigentlich die Gefahr für alle Politiker, die wir heute so haben. Und nach 45 gab es eine große Idee der antiautoritären Frankfurter Schule meinetwegen, die versucht hat, das in die Köpfe zu kriegen, Studentenrevolte, all das war im Grunde genommen, baut euer inneres Skelett. Das war eigentlich das, was nach die 68er machen wollten. Das ist fast kläglich über die Grünen halt gescheitert. Und bis in unserer heutigen Gesellschaft total gescheitert, weil darüber redet auch keiner mehr. Und wenn einer wie ich oder andere darüber reden, dann wird schnell natürlich Antisemitismus daraus gemacht. Also heute auch wieder bei Facebook, auch wieder bin ich auch wieder Antisemit geworden. Das ist bald eine Ehrenmedaille, ne? Dass man irgendwie was ganz anderes proklamiert. Ne? Oder rechtsradikal oder Neurecht und so weiter. Das kommt sehr, sehr schnell so etwas, wenn man versucht, seine eigene Skelettstruktur von innen her aufzubauen. Und das ist halt ganz schwierig. Ich glaube nicht,
Ich glaube wirklich nicht. Ich beschäftige mich seit zwölf Jahren mit Krieg und Frieden. Ich glaube nicht mehr. Ich glaube nicht mehr, dass Politiker in der Lage sind, den Frieden zu kreieren. Ich glaube das nicht. Ich glaube, das müssen wir selber machen. Wir, die wir hier sind. Und ich glaube, dass das ein Grund der Mahnwache ist, die durch Lars Merholz so entstanden ist. Lars Merholz denkt überraschenderweise, wo ich ihn noch gar nicht kannte, genauso wie ich. Also der hat das Nichtkampfprinzip im Kopf, er hat das nicht aufgeschrieben, aber er denkt ganz klar in diesen Strukturen, dass wir selber uns antreiben müssen, eine friedliche Kultur und eine friedliche Welt zu kreieren. Ich glaube nicht daran, überhaupt wirklich nicht. Die Politiker haben seit 45 Geld und Zeit genug gehabt, sie haben es nicht getan, den Frieden zu installieren. Ganz im Gegenteil, Kriege ohne Ende, Elend ohne Ende. Dass ich im Wohlstand lebe, bedeutet, dass auf der anderen Halbkugel fünfjährige Kinder am Tag sterben halt. Ne? Die sterben, tagtäglich sterben bis zu fünfjährige, achtjährige Kinder massenweise deswegen, weil wir hier unseren Wohlstand fahren. Und diesen Wohlstand, das kotzt mich an, den will ich nicht mehr haben. Den braucht doch kein Mensch. Um uns zu befreien von der politischen Kaste, das muss uns wirklich klar werden. Ich werde deswegen bei Facebook in letzter Zeit ganz stark angefeindet, weil ich sage, führt euer Leben selbst. Weil die meisten Menschen einen riesen Schiss davor haben. Und es braucht doch am Anfang eine riesen Kraft. Es gibt viele sozialpsychologische Experimente, die immer darum gehen, welcher Mensch hat seine eigene Meinung, wer hat seinen festen Standpunkt, wer lässt sich nicht abrütteln, Konformitätsexperimente und so weiter. Da stellt man immer wieder fest, dass nur starke Persönlichkeiten in der Lage sind, ihr eigenes Leben zu führen. Nur starke Persönlichkeiten fahren alleine zur Ukraine, um dort irgendwelche Dinge zu machen, wie mein Vorredner hier. Das ist eine starke Persönlichkeit, deswegen tut er das. Das setzt sich einfach voraus. Eine schwache Persönlichkeit würde das nicht tun. Die würde sagen, fährst du morgen zur Ukraine? Ich will nämlich nicht. Und so. Und so ist unsere politische Struktur aufgebaut. So ist aber auch unser ganzes Denken aufgebaut. Die Frage ist, immer, die stellt man sich immer nach Freiheit. Was ist Freiheit? Freiheit ist, wenn mein Geist unkonditioniert ist. Und welcher Geist ist unkonditioniert? Keiner von uns ist unkonditioniert. Wenn wir aus irgendeiner Richtung heraus irgendein Thema ansprechen, wie Frieden oder Freiheit, so kommt das immer aus dem konditionierten Wissen heraus, aus dem wir groß geworden sind. Aus dem Wissen heraus sagen wir, das ist Freiheit. Ja? Ein Mensch, der 1000 Kilometer weiter lebt und so groß geworden ist, der wird das ganz anders artikulieren. Oder ein Mensch, der vor 300 Jahren gelebt hat, der wird das auch ganz anders artikulieren, weil er in ganz anderen Zwängen gelebt hat. Der wird auch Demokratie ganz anders erklären oder politische Systeme und so weiter. Ja? Wir leben heute in einer Gesellschaft, die dadurch, das muss uns in der Friedensbewegung auch bewusst werden, die nach 45, Gott sei Dank, in Deutschland und fast in ganz Europa keine Kriege mehr miterlebt hat. Und das bedeutete, dass sich eine Gesellschaft in Europa zum ersten Mal 50, 60, 70 Jahre lang entwickeln konnte. Und das haben wir heute getan. Jeder von euch hat Unmengen an Informationen bekommen, die nicht getrennt wurde von irgendeinem Krieg, von irgendeinem riesigen Trauma und so weiter, wo viele Familienmitglieder vielleicht gestorben sind oder man selber auch, und wo dann dieses Wissen wieder ganz, ganz wenig wurde und da muss man es wieder neu aufschreiben. So hat das ja früher immer funktioniert. Heute sind wir in einer Informationsgesellschaft, die dermaßen gesättigt ist und wo wir alle im Grunde genommen all das wissen. Wir wissen alle, dass die politischen Systeme der Demokratie im Westen eine Heuchelei sind. Das wissen wir alle. Das ist ein riesiges heuchlerisches Problem. Wir wissen alle, dass wir nicht gebildet werden, sondern verbildet. Wir wissen alle, dass das, was wir in Schule und Kindergarten lernen, nur für die Arbeitsstätten, für die Industrie genormt funktionieren muss. Aber ein freies Wissen wird uns nicht zur Verfügung gestellt, auch kein freies Verhalten danach, wo wir uns wirklich libertär, also dem freien Willen untergeordnet richtet, in eine Richtung entwickeln können, die von der Gesellschaft auch getragen werden. Also wir reden immer über Integration. Wenn wir das Wort Integration hören, denken wir sofort an Ausländer. In der Soziologie ist das ein normaler Begriff, hat mit Ausländern gar nichts zu tun, sondern hat mit dem Geist, den wir Menschen haben, mit dem hat das zu tun, dass wir Menschen unsere Fähigkeiten in die Gesellschaft integrieren können. Und eine Gesellschaft muss dieses Integrationskonzept besitzen. Also nicht nur Ausländer werden desintegriert, sondern auch Deutsche werden desintegriert. Alle, die hier leben, werden desintegriert. Das muss uns klar sein. Auch wir können nicht machen, was wir wollen hier. Und wir brauchen ein Feindbild. Also das wisst ihr alle, brauche ich nicht zu erklären. Ja? Das ist ganz wichtig, das zu verstehen. Die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist,
dass wir versuchen, aus unseren Fähigkeiten, die wir haben, das zu machen, was wir wirklich machen wollen. Und mit diesen Dingen kompromisslos umzugehen. Also ich gehe, Gott sei Dank, seit meinem 25. Lebensjahr total kompromisslos dagegen an. Also mache ich. Also heute ist das kein Angehen mehr, sondern ich entwickle mich wie so eine Blume in diese Richtung. Aber die ersten Jahre, die waren hammerhart. Alle Verwandten, alle Bekannten haben mir gesagt, ach du, Kampfsporttrainer, Schule aufmachen, bist du verrückt, lern mal was Vernünftiges, mach mal einen vernünftigen Job. Und ich habe damals schon verstanden, dass das, was wir heute haben, das war Anfang der 80er Jahre, das werden wir bekommen. Wir werden eine riesige Arbeitslosigkeit bekommen, weil das funktioniert nicht auf einer Kugel, die endlich ist, ein unendliches Versprechen zu haben. Das geht nicht. Und die Spezialisierung und so weiter. Mir war das klar, dass wir irgendwann eine riesige, das war in den 80er Jahren, ne, eine riesige Arbeitslosigkeit haben werden. Und ich muss meinen eigenen Weg machen. Wenn ich so weitermache und mich abhängig beschäftigt weiter irgendwie, dann werde ich mit Sicherheit deprimiert und ich weiß nicht, was, suizidal oder sonst was werden. So wie viele Menschen das dann werden. Ja? Und deswegen bin ich meinen eigenen Weg gegangen. Heute bin ich froh darüber. Also noch einmal, nichts von dem, was ich heute mache, nichts von dem habe ich irgendwo gelernt. Ich habe kein Zertifikat gemacht. Ich habe bei keinem Seminarlehrer irgendein Zertifikat gemacht. Und trotzdem bin ich Psychologe. Dafür werde ich natürlich angefeindet. Ich habe sehr viele Psychologen, also die ja studiert haben, richtig, die habe ich hinter mir. Die wissen, dass ich gut bin. Und die holen mich auch, wenn sie bestimmte Fälle haben. Also ich habe ein Netzwerk von Profis. Und das wissen aber die Leute nicht, die mich natürlich anfeinden. Und die denken immer, ja, der hat das jetzt einfach so gesagt oder so. Und die kennen mich ja gar nicht. Die wissen gar nicht, was ich mache. Die wissen das überhaupt nicht. Die Kampftheorie, die ich entwickelt habe, zu einer Nicht-Kampftheorie, ist im Grunde genommen eine andere Perspektive innerhalb der Psychologie zur Kontrolltheorie. In der Psychologie gibt es eine ganz große Theorie, die praxisbezogen ist. Wenn ich zu einem Praxispsychologen gehe, dann hat der Praxispsychologe, der da vorne lebt und ich muss da hingehen, ne, vom Allgemeinmediziner vielleicht eine Überweisung bekommen, dann hat er nichts anderes zu tun, als meinem Leben wieder Kontrolle zu geben, die ich habe. Also er will, dass ich die Kontrolle über mein Leben wieder kriege. Das ist die Aufgabe eines Psychologen. Er hat gar keine andere Aufgabe. Aber diese Aufgabe ist schon längst nicht mehr die der Psychologen. Der Psychologe macht heute nichts anderes als das, was Lehrer machen und Erzieher. Sie pressen ihre Leute in dieses System. Das ist die Aufgabe. Es sind Systempressorgane geworden. So wie auch der Arzt. Der Arzt presst uns in eine Krankheit hinein, damit die Pharmaindustrie und auch sein Geldbeutel, nicht alle, man kann nicht alle über einen Kamm scheren, es gibt da natürlich gute, es gibt unter Psychologen sicherlich gute Psychologen, aber die das auf eine vernünftige Art und Weise tun, die haben immer weniger Geld, die verdienen nicht viel. Ja? Ich habe in Niedersachsen, in der Psychotherapeutenkammer, den Dachverband für Traumatherapie mitgegründet. Und ich habe dort festgestellt, also da waren Professoren, Doktoren, alles mögliche, es gab ganz viele Arbeitsgruppen und so weiter, Vorträge. Und das war hochinteressant und da habe ich festgestellt, dass die schwierigste Aufgabe, weil ich auch also Kriegsgeschädigte, Opfer und so weiter, auch Kriegssoldaten und so weiter therapiere, Opfertherapie, Tätertherapie, also vor allem Opfertherapie, die traumatisiert sind, das ist die schwierigste Therapie, die man sich überhaupt vorstellen kann. Das ist eine ganz, ganz schwere Therapie. Also ich selber kenne keine, die schwieriger ist, aber ich kenne auch keine, wo die Krankenkasse das wenigste Geld gibt. Deswegen machen die wenigsten Psychologen, spezialisieren sich auf Traumatherapie. Das ist der Grund, weil es dort das wenigste Geld gibt. So, und ich bin nun mal genau wie ihr, langsam dieses Systems total überdrüssig und mache mir natürlich meine Gedanken, warum sind Traumapatienten, warum wird denen nicht das meiste Geld gegeben, damit die besten Ausbildungen machen und die schlimmste Krankheit, die wir haben können, die wir noch vielleicht überwinden können, dass die therapiert wird. Das hat also das System. Die Gesellschaft muss an ihrer eigenen Krankheit sich festhalten. Also wir dürfen gar nicht nach oben schauen. Es muss so viel wie möglich strukturiert werden, dass wir nicht in den Pott kommen. Dass wir auf gar keinen Fall uns selbst leben. Das ist der Hintergrund von all den Dingen. Also das ist nur ein Beispiel, was ich aus der Psychologie bringe. Das gleiche könnt ihr massenweise aus allen möglichen Programmen. Zum Beispiel, warum gibt es in der Schule immer noch Schulgewalt? Ich kann euch versprechen, das brauchen wir gar nicht mehr, weil wir die Konzepte haben. Wir haben die Konzepte schon dafür, dass es in der Schule nur noch die Gewalt geben bräuchte, die man minimal hätte. Also gewaltfrei kriegt man nie etwas. Aber dass man wirklich, jeder kann damit leben und alles würde geschlichtet sein. So kann man schlichten. Ja? Das ist alles gelenkt. Ja? Das muss so sein, das soll so sein.
Wir sollen nicht zu Potte kommen, das ist wichtig. Es ist wichtig für mich, euch das aus der Praxis zu erzählen, damit ihr nicht noch weitere Jahre daran rumknappert, wie soll ich was machen, was soll ich machen. Ihr müsst von heute auf morgen aufstehen und was tun. Wir haben nur noch 3 Generationen Zeit, um das Ruder des Friedens in den Griff zu kriegen. Und ich bin ein pessimistischer Optimist. Mein Leben wird noch funktionieren, das ist mein Optimismus. Aber was danach kommt, das ist für mich nur Pessimismus. Ja? Wenn die ganzen Bürger weiter nach einem Führer, an einen Führer glauben, oder eine Führerin wie Angela Merkel glauben, die durch politische Parteien und politische Systeme das hinkriegt, was das Überleben der Menschheit sichert, da habt ihr auf die Titanic gesetzt, die schon auf dem Meeresgrund liegt. Ihr müsst wirklich etwas tun, und zwar von heute auf morgen. Lebt das Leben, was ihr leben wollt, und akzeptiert jedes andere Leben. Werdet toleranter und versucht nicht jedem eure Lebensweise aufzubröseln oder aufzudrücken. Der eine hat die Haare, der andere so. Was soll's? Das Leben ist vielfältig. Wahrscheinlich hat das Leben für uns Menschen 6 oder 8 oder 9 Milliarden Möglichkeiten. Ich glaube sogar noch viel mehr. Wir haben so einen immensen Schatz. Und von dem könnten wir profitieren. Wir leben in einer kampfbetonten, wettbewerbsorientierten Gesellschaft. Und dieser Kampf, der ist ganz tief in uns drinne. Wir müssen immer nur kämpfen. Aber liebe deinen Nächsten, was bei uns Christen jetzt in der Bibel steht, liebe deinen Nächsten, das können wir gar nicht machen. Ja? Verdränge deinen Nächsten, schlage deinen Nächsten, trete deinen Nächsten, verschicke deinen Nächsten und habe deinen Nächsten zu deinem nächsten Feind. Das ist unser Weltbild, das wir haben. Das ist unsere Religion geworden. Weil wir nur an den schnöden Mammon und das Geld denken. Wenn ich höre, das gibt es ja, viele sagen, viele Ausländer sind hier und da, das ist die Arbeitslosigkeit deswegen und so weiter. Da könnte ich kotzen, wenn einer das sagt. Das stimmt, das ist nämlich eine völlige Lüge. Für deine Unfähigkeit, dass du nicht zur Porte kommst, machst du die Ausländer schuldig. Das ist das Problem, was die haben. Ja? Wenn die nämlich selber zur Porte kommen würden, dann würden die nämlich überhaupt nicht mehr darüber nachdenken, ob der oder der das schuld ist. Der nimmt mir den Arbeitsplatz weg. Wie blöd kannst du sein, dass man dir den Arbeitsplatz wegnimmt? Schaff ihn selbst! Das ist wirklich meine tiefe Überzeugung. Ich bin seit meinem 25. Lebensjahr ohne irgendwelche Zertifikate, komme ich gut zur Runde. Und jeder kann das hinkriegen. Das kann nicht nur ich, weil diese Potenziale, ich habe sie gelebt. Okay, ich lebe sie. Aber die stecken in jedem von euch. Jedes Kind, das auf die Welt kommt in diesem System, ist hochbegabt. Wenn es die Schule verlassen hat, ist es nur noch 2%. Die 98% sind total verblödet und verbildet für dieses System, damit sie funktionieren. Und davon müsst ihr euch verabschieden. Und ihr müsst euren Kindern müsst ihr beibringen, dass sie Potenziale haben. Ihr müsst ihnen dabei helfen. Ihr müsst die Lehrer auch in den Arsch treten dabei. Das ist nicht so schwer, wie ihr euch das denkt. Ihr müsst da zusammenhalten. Und zwar mit jedem, wenn es um diese Sache geht. Es geht darum, ob unsere Generationen, die nach mir jetzt kommen, ja, nach uns kommen, ob die es hinkriegen, diese Erde noch zu einem bewohnbaren Planeten für meine Enkel und eure Enkelkinder zu schaffen. Ist das so schwer in die Köpfe zu kriegen? Darum geht es nur, um nichts anderes. Aber wir versuchen immer nur den schnöden Mammon zu fahren. Ich habe auf einer Internetseite meine Lebensweise eingetragen, wie ich lebe. Ja, und ich dachte, ich lebe sehr enthaltsam. Dabei kam am Ende heraus, dass wenn jeder Mensch so lebt wie ich, dass wir dann 2,5 Planeten bräuchten. Bullshit. Mein Gott, nee. Ich lebe auf großem Fuß, kann ich euch sagen. Also ich habe da zwar einiges noch dran geändert. Aber das hat mich sehr erschrocken gemacht. Wie sieht das denn bei anderen? Wie viele Planeten brauchen wir? Also, wir haben 3 Generationen. Und im Hintergrund dieser 3 Generationen gibt es noch einen ganz, ganz anderen, eine ganz andere große Faust. Und das ist Gaia, das ist dieser Planet. Dieser Planet wird den Menschen, der wird den Menschen mit einer Fliegenklatsche zertreten. Er wird einen riesigen Wirbel geben, weil die Erde macht nämlich nicht mehr mit. Wir leben gar nicht mehr von einer nachhaltigen Welt, sondern wir plündern jetzt schon die Welt in allen Kategorien so aus, dass es gar nicht mehr nachwachsen kann. Die Hechte, die Fische, die Thunfische, die wir essen, oder die, ich esse ja keine mehr, ich bin Vegetarier, aber die vielleicht so manch einer isst, auch die Kühe und die Schweine, das sind keine erwachsenen Tiere, das sind Kinder. Wie würden wir denken, wenn da oben Außerirdische wären, die solche kleinen Kinder entführen würden und die essen würden?
Ich glaube, dann wäre das Christentum, das Problem zwischen Okzident und Orient, zwischen Abendland und Morgenland, das gäbe es gar nicht. Da würde man sich zusammentun und die Außerirdischen, auch wenn es verloren wäre, da würden wir uns zusammentun und diese Außerirdischen vernichten wollen. Und zwar zu Recht, auch wenn ich Nichtkämpfer bin. Nicht? Aber das Nichtkampfprinzip, das verstehen auch viele falsch. Das heißt nicht, hier eine Backe, hier eine Backe. Im Nichtkampfprinzip habe ich klar beschrieben, dass es um den Selbsterhalt und die eigene Unversehrtheit geht. Und wenn die angetastet ist, dann musst du Selbstverteidigung anwenden. Und das verstehen ganz viele nicht. Die machen da sonst was aus dem Nichtkampfprinzip. Die glauben, ich wäre ein super, super Pazifist. Ich bin Pazifist, ja. Ich bin gegen Gewalt, ich bin auch gegen Krieg. Aber ich werde Gewalt anwenden, wenn einer mich oder meine Frau, meine Kinder oder wenn einer auf der Straße, ich habe auch schon Schlägereien auf der Straße, da habe ich auch schon geschlichtet. Oder bin dazwischen gegangen, so. Habe ich auch schon gemacht. So. Also, Pazifist heißt ja nicht, dass man ist gegen diese Gewalt, aber das heißt doch noch lange nicht, dass man sich nicht wehren soll. Also ich gehe in meinem Glauben nicht so weit, wie es manche Hinduisten tun, lass dich durch Mitgefühl von dem Tiger fressen. Die gibt es, diese hinduistischen Glauben. Wollen sie machen, das ist nicht mein Glaube, das will ich überhaupt nicht. Ich möchte mich nicht fressen lassen. Ich möchte nicht, dass meine Frau gefressen wird, die will ich noch länger haben. Also, das Nichtkampfprinzip bedeutet das überhaupt nicht, dass ich mich irgendwie zusammenschlagen lasse oder so. Wir leben in einer Kultur, die nur den Wettkampf kennt. Und diesen Wettkampf, das sind unsere Konditionierungen in unserem Geist. Die müssen wir auflösen. Und ich weiß, wie schwer das ist. Ich weiß, wie schwer das ist. Ich habe lang genug, ich war ja früher Kämpfer, nicht? Also internationaler deutscher Meister, ich war voll in diesem Wettbewerbssystem drin. Und zwar im Kampfsport, nicht im Fußball oder so. Da geht es richtig zur Sache. Also Vollkontakt. Und früher war es im Taekwondo so, da hattest du keine Fußschützer, keine Faustschützer, keinen Kopfschutz. Sondern in meiner Zeit hattest du Unterleibschutz und Weste. Und die Westen taugten nicht viel, das kann ich euch sagen. Die taugten nicht viel. Unterleibschutz taugt nie etwas. Das ist nur eine kleine Abmelderung. Aber gut, wollen wir nicht drüber reden. Aber das ist halt dieses Wettbewerbsorientierte, was wir in unseren Köpfen haben. Freiheit, die wir uns denken, ist immer eine gebundene Freiheit an das Weltbild, in dem wir gerade auch gefangen sind. Wenn wir einen freien Geist haben wollen, dann müssen wir uns befreien von unserer Kultur. Wenn wir zu uns selbst finden wollen, müssen wir uns von der Kultur verabschieden. Und das ist ein schwerer Weg. Den kriegen wir entweder durch Nachdenken, Meditation oder durch gemeinsame Arbeit und so weiter, kriegen wir das hin. Aber es dauert. Das ist ein Weg, der dauert. Das geht nicht von heute auf morgen. Wenn ihr dieses System nicht haben wollt, wenn ihr den Krieg überwinden möchtet, müsst ihr ihn nicht alleine in der Ukraine überwinden, sondern wir müssen ihn in unseren Köpfen überwinden. Wir müssen ein völlig neues Verhalten erfinden, das diesen Krieg und diesen Kampf ersetzt. Und das kann nur eine Möglichkeit sein. Das ist nicht nur meine Meinung, sondern da stehen fast alle Neurobiologen und gute Pädagogen auch hinter. Das ist eine Potenzialentfalterkultur. Das ist die einzige Möglichkeit. Wenn der Mensch zu seinen Potenzialen findet, dann hat er wirklich das Gefühl, dass er eins ist mit allen anderen. Dann gibt es dieses, du bist anders, ich bin anders, das gibt es dann nicht mehr. Weil man weiß, dass man vernetzt ist. Das merkt man einfach. Man weiß, dass der andere nichts anderes ist, als das, was man auch selbst ist. Und das kann man nur durchtrennen mit einer riesigen Axt, indem man ein kampf- und wettbewerbsorientiertes Spiel einführt. Und das wurde mit dieser Kultur getan. Und zwar schon ganz lange vor uns. Schon tausende von Jahren ist das alt, diese Kultur. Und wir werden den Krieg allgemein nur überwinden, wenn wir diesen Kulturtrieb überwinden. Den Kampf in uns selbst, wenn wir den überwinden. Dann werden wir den Krieg überwinden. Überwinden wir das nicht, werden wir den Krieg nicht überwinden. Und dann wird auch eine Friedensmahnwache nichts daran ändern. Es nützt nichts, über den Frieden zu reden und den Krieg schlecht finden. Das nützt gar nichts, solange ich den Krieg indirekt mitmache, indem ich das neueste Handy kaufe, das neueste Flachbildschirm, indem ich all diese kapitalistischen Güter kaufe und den Kapitalismus mittrage. Jede Krise, die Menschheit hat, jede ist eine Krise des Kapitalismus. Es gibt keine anderen Krisen innerhalb der Menschheit. Es sind alles Krisen des Kapitalismus. Das muss uns auch klar werden. Kapitalismus ist Krieg. Kapitalismus führt nicht zu Krieg. Es ist der soziale Krieg, den wir haben. Es ist der Krieg in der Schule. Es ist ein Kapitalismuskrieg. Weil ich nicht die Schuhe anhabe, das Handy anhabe, weil ich dort Kinder habe, die sind halt eben weniger finanziell wert. So denken wir. Wir denken ja nicht gleich, oh, der hat jetzt andere Schuhe an, der kauft nur bei Aldi oder so und ich kaufe nur bei, jetzt keine Ahnung, wie diese teuren Sachen heißen, da kaufe ich und schon mache ich ein Ranking klar.
So sind wir. Und das beweist, dass wir wer sind. Wer da mehr hat, nicht? Wer ein größeres Auto fährt mit 18 oder wer mit 18 als Junge ein BMW fährt, ne, der hat die besseren Mädchen. So denken wir. Und das funktioniert ja auch. Ja, weil alle so denken und alle denken, das sei völlig normal. Wir denken, dass unser Weltbild normal ist. Wir denken in unserer westlichen Kultur, dass diese Kultur, die wir haben in Europa und in Amerika, dass das die einzig lebbare, wichtige und richtige Kultur ist. Wir glauben, das sei ganz nah vielleicht an Gott und ganz nah an dem Ende der menschlichen Möglichkeiten. Und ich sage, das ist das haargenaue Gegenteil, was wir tun. Das ist primitiv, das ist Gotteslästerung meinetwegen und das ist abgrundtief beschissen, was wir machen. Wir plündern und plündern und plündern. Und dabei ist es uns scheißegal, ob da hinten Kinder sterben oder nicht. Das interessiert uns einen Scheißdreck. Und die Medien richten ihre Nachrichten an. Also es sind Nachrichten. Nicht? Und die Politdarsteller und die Wahlurne, zu der wir gehen können, hört auf damit. Auch wenn ihr denkt, ihr könntet eine bessere Alternative wählen. Wer wählt, wählt das System. Das muss einem klar sein. Wer sich selbst wählt, der wählt sein eigenes System. Und das wird der einzige Weg sein. Und verbrüdert und verschwestert euch mit Leuten, die selber ihren Weg gehen, weil der ist nämlich nicht einfach. Und die brauchen Hilfe, diese Leute. Und ihr braucht den geistigen Austausch. Egal, ob der eine das Gleiche macht wie ihr, spielt keine Rolle. Jeder, der sich selbst verwirklichen möchte, anhand seiner eigenen Potenziale, anhand seines eigenen Gustos, muss diese Akzeptanz finden, weil wir können nicht alle in eine Richtung gehen. Wir haben ein unglaubliches Potenzial in uns und jeder Mensch muss auch anders sein, weil nur wenn der Mensch anders ist, kann ich von ihm auch lernen. Jeder Mensch ist ein Spiegel zu dem, was ich selber auch bin. Niemand ist perfekt und niemand wird je perfekt sein. Auch wenn uns das in der Jugend leicht fällt, dieser Gedanke. Ja, dass wir die schönsten Mädchen kriegen oder weil ich jetzt der beste Kumpel bin oder die besten Sachen da mache, da ist das ja ziemlich stark ausgeprägt, zumindest bei uns Männern. Aber das ist eine große Selbsttäuschung, weil das, was ich dort lerne und mache, führt später zu meinen Haltungen. Und Haltungen führen immer zu Verhalten. Und dieses Verhalten führt zu Scheidungen, führt dazu, dass die Kinder nicht mehr mit mir reden und so weiter. Ist bei uns Männern oftmals so, oftmals. Ja, mein Name ist Rüdiger Lenz, mein Motto steht, Friede ist mein Weg.